Herzlich willkommen zurück bei H1Z1. Ja, wir haben das Team ein bisschen verstärkt. Mit dabei sind der Reaper, der Raid, Hi. Und der Ingyald. Moin, moin. Ich muss dazu sagen, ich finde es lustig, dass du sagst, ihr habt das Team verstärkt. Also in meinem Fall ist, glaube ich, genau das Gegenteil eingetreten. Ja, ist egal, wir sind jetzt einer mehr. Sonst waren wir zu dritt unterwegs. Ich habe schon Munition gefunden, also. Und bei mir ist das Spiel mega überlichtet. Ja, bei mir aber auch gerade. Nicht nur bei dir. So, ja. Ich habe das Rezept für den Wasserauffangbehältnis Gedönse. Ach ja, da war ja was. Ja, ich habe ja, wie gesagt, noch ein bisschen Inventar. Ich weiß nicht, wie hast du jetzt neu gestartet? Ja, ich hatte mich irgendwo in der Ferne ausgeloggt gehabt und ja. Ein bisschen was habe ich. Also, für die, die bei... Achso, ja, erzähl. Ja, ich wollte nur sagen, für die, die bei mir gerade zugucken, ich bin halt auch noch dabei, jetzt die anderen zu suchen. Und wie wir schon erfahren haben, das wird noch ein wenig dauern, weil ich bin genau auf der anderen Seite der Karte. Nur so viel dazu. Ja, wir sind alle ziemlich weit auseinander, also von daher... Genau, ich habe schon Bogen, Messer und alles, weil ich noch überlebt hatte aus der letzten Aufnahme. Bin ja hier noch in diesem Supermarkt drin. Ja, Freak, du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt. Du kannst dich ja mal hier auswerfen, was du alles so Neues gibt. So. Ja, und zwar weiß ich, dass an den Lichtverhältnissen gearbeitet wurde, wie wir hier alle sehen. Ja. Also ich bin im Gebäude und es scheint hier rein wie nichts Gutes und ich sehe kein Fenster. Hinzu kommt, es gab, glaube ich, oh geil, eine Handaxt, drei Stück nebeneinander. Es gab, glaube ich, dann für jeden Überlebenden des Wipes sozusagen, gab es ein T-Shirt, wo drauf steht. Stimmt. Ich habe den Wipe überlebt, das sieht man unten rechts. Ich sehe es bei mir gerade, hab's gerade mal angezogen. Ja, ich auch mal. Genau. Ich guck mir das gerade mal an. Wie konnte man nochmal rauszoomen? C? T. T. Ja, T wie Theodor. Von vorne kann man seinen Charakter gar nicht sehen, ne? Auch mit Alt-Taste gedrückt sein halten. Sagt mal, greifen ein Wölfe eigentlich an? Ja. Ich höre hier die ganze Zeit welche. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Es hat nichts zu bedeuten. Wenn du sie siehst, dann nimm die Beine in die Hand, wenn du sie nicht platt kriegst. Okay. Okay, ich habe den Supermarkt gelootet und dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Steak and Water. Gut, also eine Flasche Wasser habe ich schon mal. Und einmal Dirty Water. Oh, ich höre einen Spieler. Hello. Ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich kann dir leider gerade gar nicht helfen. Ich habe nichts. Ich habe weniger als nichts. Na gut, ich habe eine Flasche Wasser. Mal abgesehen davon, dass ich irgendwo in der Wildnis bin. Ja, also ich auch. Der hat hier irgendwo eine Flare hingeworfen und ich sehe hier auch keine Zombies. Also kann auch sein, dass es jederzeit einen Zombie-Respawn gibt. Alter, dreimal Metal Sheet. Geil. Aber die keinen Zombie-Respawn. Ich bin hier gerade am Arsch der Welt ohne Waffen, ohne irgendwie Ausrüstung, ohne alles. Zombies spawnen nur in der Nähe von allen möglichen Sachen. Unterwegs findest du ein, zwei, aber nie wirklich viele. Ich bin bei einem Haus. Spawnen die auch nicht bei einem Haus? Ja, da kannst du aber meistens so zwei oder drei finden, aber nicht wirklich viele. Ach ja, genau, okay. Ich wollte noch weiter erzählen. Und zwar, die Zombies wurden wohl intelligenter und schneller gemacht. Also der eben da war, der war es jedenfalls nicht. Gut, dann haben sie den vielleicht nicht gepatcht, das kann natürlich sein. Ja, sind ja auch ein paar mehr, ne? Da verliert man auch mal schnell die Übersicht. Hm. Ansonsten, wo ist denn der Ingrid unterwegs? Ich bin gerade bei einer Tankstelle. Unten. Ich weiß noch nicht genau welche, aber das werde ich auch gleich herausfinden, wenn ich das Leben zu dieser Karte schaffe. Ich gehe auch mal davon aus, du sprichst später noch ein bisschen mehr, du bist auch ein bisschen schüchtern, ne? Ja, das kommt noch. Ich muss jetzt gerade von den Bullen abhauen, da kommt gerade ein Wagen. Oh, das sind aber Spieler. Yep. Ich. Wie schon angekündigt, wenn ich es zur nächsten Karte schaffe. Ich schreie da meistens immer rum. Ich bin in Fresh Spawn, ich hab nichts und dann lassen sie mich meistens in Ruhe. Ich mach mir jetzt schnell einen Bogen und Pfeile und dann klaue ich mir den Wagen. Blackberries kann man ohne Probleme essen, ne? Ja. Okay. Genau, wir müssen mal dazu sagen, der Raid ist noch ein blutiger Anfänger. Yep. Der guckt halt nur nach oben und dreht sich im Kreis, um ehrlich zu sein.
Naja, es ist aufregend, alles zu finden und jetzt schon genau. die dritte gute Flasche Wasser zu finden, aber nicht mitnehmen zu können. Genau, du brauchst nämlich ein Backpack, da musst du dich an Reaper wenden. Reaper ist nämlich unser Backpack. Ich habe im Moment noch nicht das Glück. Ich habe eine Mütze gefunden. Und stattdessen haben sie aber auch die Grafik ein wenig überarbeitet. Also, wenn man jetzt blutet, dann sieht das relativ nett aus. Und ich befinde mich oben in Rukanshikipitikatukukutikigi. In der toten Stadt? Ja, genau, in der. Mein Rucksack ist voll. Verdammt. Und da wurde ich von der Polizei erschossen. War wohl nichts mit. Ich klaue denen das Fahrzeug, ja? Nicht ganz. Also ich muss hier echt viermal Metal Sheet liegen lassen. Und ich höre irgendwas Knochen? Wo finde ich... Ach da, okay. Entschuldige. Da hat der Spieler gedacht, ich würde ihn übersehen, ey. Reaper. Ja? Ich laufe jetzt nach oben rechts in deine Stadt, glaube ich. Ja, Vorsicht, hier läuft noch ein anderer Spieler rum. Der hat sich nur versteckt, also wollte sich verstecken und ja. Gut, ich brauche noch ein bisschen, so ist nicht. Ich muss mich auch langsam mal um Essen kümmern, ich habe nur noch 40 Energie. Irgendwie kann ich das... Oh, ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Oh, vielleicht bleibe ich besser im Haus. 1000 Äxte, 1000 Macheten. Und ich muss sagen, es wird ein bisschen dunkel bei mir über Nacht. Das ist ja merkwürdig. Es ist richtig duster hier gerade bei mir. Barbecue Chicken Sandwich, wie geil. Ist neu. Die Frage ist, ob ich jetzt hier rauslaufen sollte. Ja, das ich habe mich mal in ein Haus verkrochen. Ja, ich brauche halt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist die Richtung. Ich kann die Machete nicht mitnehmen. Mir wurde bisher noch nichts Neues angezeigt, wo ich bin. Gut, Äxte und sowas habe ich. Nur mit der Energie mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich habe nur einen Hammer, aber der Typ, den ich da angegriffen habe gerade, der dann weggelaufen ist, der hatte einen Bogen dabei. Warum er sich versteckt hat? Also ich hatte jetzt aufgrund der neuen Lichtverhältnisse und sowas, hatte ich am Anfang massive Lags. Jetzt hat sich mein Computer daran gewöhnt. Oh, fuck. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich verjagt. Da hat mein Zombie auch gedacht aus dem Busch. Oh, Wolf. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Ja, Wolf looten. Sehr schön. Alter, da kommt man aus dem Wald raus, denkt man ist jetzt kurz irgendwie vor einem Dorf oder so. Man geht über den Berg rüber und was sieht man? Wald. Ey. Ich glaube, das dauert bei mir noch ein paar Jahre. Also ich habe eigentlich ganz gut schon Sachen dabei. Wie gesagt, das Backpack ist auch komplett voll. Und Reaper, ich bin gerade auf der Straße nach Norden, auf der 25. Das ist gut. Also ich laufe, glaube ich, am rechten Kartenrand entlang. Ich weiß nicht genau, wo deine Position ist jetzt. Ich bin in der Stadt drin, am rechten Ende der Stadt. Ist die rechts oben oder wo ist die jetzt genau? Ja, ja, die rechts oben, wo immer All Dead steht. Die Bedeutung ist ja bekannt. Gibt es eigentlich eine Anzahl, wie viel Blackberries man tragen kann, oder kann man so viel, wie man will? Nee, du hast einen gewissen Trageplatz in deinen Taschen, da musst du mal gucken. So und so viel von 100 oder sowas steht da immer. 50 von 50. Genau. In meiner Hose. Du brauchst dringend ein Backpack. Und du musst auch, kleiner Tipp, wenn du dein Menü offen hast, auf Discover oben immer gehen und dann immer mal so ein paar Sachen reinschmeißen, um zu gucken, was du halt letzten Endes ja, zum Craften herausfinden kannst. Da lernst du Rezepte, wenn du da bestimmte Sachen reinpackst. Okay. Ja gut, jetzt ist keine schlechte Idee, weil irgendwie von allen Seiten gerade Zombies immer kommen. Also ich weil muss hier jetzt schon das 8. Metal Sheet liegen lassen. Ich keinen Platz mehr habe. Also in Autos ist jetzt immer Metall drin, bis oben hin, ne? Okay. Falls ihr also ich hab gerade ein leeres Auto gefunden. So ein Auto wäre jetzt schön. Das wäre schön, aber im Wald bringt mir das nicht viel, glaube ich. Das ist auch Mangelware eigentlich. Okay. Naja, ich hatte bei euch bei den Videos mal reingeguckt gehabt. Irgendwie in der zweiten Folge hattet ihr gleich ein Auto oder so. Oder dritten Folge, glaube ich. Ach, das war ja, das war aber. Ja, das war aber nur, weil wir Glück hatten und weil wir halt schon fast, keine Ahnung, 3 oder 4 Stunden vorher gespielt haben. Ja, und dann hattet ihr noch ein zweites Auto gefunden gehabt. Ja, deswegen... also am Anfang war das alles noch ein bisschen Overkill halt, ne? War noch nicht so wirklich gepatcht. So, Inja, du bist inzwischen neu gespawnt, oder was? Richtig, und
Ah, ich habe kein Glück, jetzt werde ich von dem Bären verfolgt. Oh, der ist gefährlich. Lauf. Wir hatten eine ganz lustige Folge. Ich hatte ein Scharfschützengewehr und wollte mal unbedingt das testen. Dann habe ich mal einem Bären einen Kopfschuss gegeben. Daraufhin hat mich der Bär gejagt durch die ganze Stadt. Reaper hat versucht, den bei den Bären zu killen und dann sind wir irgendwie festgeglitscht und der Bär hat uns beide gekillt. Weil du bist da wirklich, der braucht nur einen Schlag, da bist du schon auf 10% runter oder so. Na super. Also ich meine, das haben sie ein bisschen realistisch gehalten, ne? Ich meine, man kämpft jetzt auch nicht so oft mit einem Bären, ne? Nee, eigentlich nicht. Also ich kann sagen, in meinem Leben bisher habe ich noch gar nicht gegen Bären gekämpft. Wenn ich bedenke, dass ich den Bären hier im Spiel dann mal mit 3 oder 4 Pfeilen erlegt habe, fand ich es dann doch schon merkwürdig. Oh, hier ist ein Hirsch. Wieso haut er denn? Ja. Ach, jetzt haut er ab. Ja, die rennen immer, also die konnte man am Anfang noch schön jagen. Oh, da hinten ist wieder so ein blöder, verkackter Wolf. Ich stehe doch in seinem Radius, oder? Oh, aber man hört die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, die man nicht zuordnen kann. Das macht dieses Spiel extrem creepy. Ja, aber wird es bei euch auch schon wieder Tag, oder? Ja, das bei mir? Okay. Es ist einfach überlichtet alles, ne? Ja. So, Wolf Nummer 2 stirbt gerade und ist tot. Wolfsfleisch. Oh geil, hier ist ein Campfire. Habe ich was zum Anmachen? Habe ich ein Feuerzeug dabei? Lol, da steht eine Base. Wow, da gehe ich nicht hin. Nee, aber ich könnte meine blöde Flare nehmen, ne? Und wo stand Account? Nee, wo stand dieses Cover? Im Inventar. Ja, wo da? Oben rechts, neben deinem Inventarbehältnis. Ach da, das ist. Du hast da Character Load, All Crafting und Discovery. Ja, Wolfsteak. Erstmal was essen hier. Boah, das gibt aber schön 50% direkt immer, ne? Ja, jetzt bin ich zumindest mal wieder bewaffnet. Ich glaube, ich hab Bogen. Ich nehme einen Bogen. Also ich habe Messer, ich habe Macheten, ich habe Äxte, ich habe Bogen. Na toll, ich bin ich am Rand. Ja, sprich. Ich bin am Rand der Karte angekommen. Aber an welchem? Oh, Axt, sehr schön. In der bergigen Gegend. Könnte unten sein, bin mir aber nicht sicher. Bloß wenn ich mir überlege, dass ich den ganzen Weg jetzt durch den Wald wieder zurücklaufen darf. Du kannst auch, wenn du einfach noch gar nichts hast, drückst du Enter, slash Respawn und dann tot. Okay. Ja, das ist immer ganz hilfreich, dann spart man sich ein paar Wege. Ich glaube, das wäre jetzt das Beste. Und ich bin tot. Ich habe gerade 45er Munition gefunden, aber leider die passende Waffe nicht. Ich habe auch noch 45er Munition am Mann. Oh, das ist mein erster Zombie. Oh, ich hab nur gedacht, das Problem. Es gibt keine Zombies mehr. Nur das Problem ist, dass ich hier gerade echt Panik schiebe. Scheiße. Das Wasser gelatscht, dass ich hier gerade echt Panik schiebe, dass mir der Spieler hier auflauert. Oh, wo bin ich hier denn gespawnt? In der Wohnwagensiedlung. Ja, dann schau ich mal. Ist doch keine Wohnwagensiedlung, ist nur einer. Ah, da sind noch ein paar Häuser mit bei. Und ein Auto. Okay, hier hat ein Spieler was errichtet. Wow, du Arsch! Was denn? Scharfschütze in der Stadt. Erwischt? Nein, der ballert hier wie bekloppt rum. Und er hat gerade sämtliche Zombies und Spieler aufgeschreckt. Ja, das glaube ich. So Metal Sheet und Tarp habe ich jetzt. Ja, oder sowas kannst du halt alles immer discover mit irgendwelchen anderen Sachen noch. Mhm. Das Lustigste ist, Tarp hat man vorher kaum gefunden und ich habe jetzt schon 4 Stück davon. Ja, aber ich habe auch schon einige gefunden, ich habe aber nur eins mitgenommen. Wow! Alter Schwede, was war das? Gibt's hier mittlerweile Raketenwerfer? Weiß ich nicht. Oder Granaten oder sowas? Keine Ahnung, warum? Weil es hier um mich herum explodiert. Vielleicht hat einer einen Airdrop gehabt? Ja, oder Landminen gibt's ja auch. Genau. Ach, hier ist ein Brunnen. Aber ob es sowas gibt, das erfahren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Wie, schon vorbei? Ja. Okay. Oh. Ja, dann, gut. Dann moderiere ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.